Hallo und herzlich willkommen hier zu DLPTV. Ja, hier ist euer Danny und wir werden heute ein neues Projekt starten. Pinew Drive, ja. Richtig exklusives Horrorspiel neu am Start hier bei mir. Und ja, eins vorweg, morgen werde ich wahrscheinlich wieder Daylight weiterspielen. Ja, mit meinem Kollegen, der ist auch Let's Player und der wird zu Gast sein. Wenn er es schafft, er konnte es noch nicht zu 100% zusagen, aber wenn er da gewesen ist, werdet ihr es sowieso schon sehen bei meinem Kanal. Gut, wie gesagt, wir haben ein kleines Horrorspiel hier für euch vorbereitet und es ist ungefähr 23 Uhr nach meiner Zeit. Wie es bei euch ist, weiß es nicht. Am besten nachts gucken, ne? Ja, wollen wir gar nicht viel Zeit vergeuden, werden wir gleich mal loslegen mit den kleinen Intro. Ab geht's. Jahre später. Der aktuelle Spielstand wird automatisch bei jedem neuen Spieltag gespeichert. Löden. Ja, Tag 1. Herzlich willkommen hier in meiner kleinen, aber feinen Welt des guten Horrors. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich lasse mich überraschen. Ich kenne es nur, ich habe es noch nicht mal in den Let's Play gesehen. Oder, ich lasse mich hier ganz neu überraschen. Also, wer weiß, was hier so Schönes kommt. Und wir kriegen nichts auf. Ja, was das hier für eine Klinik ist, ich weiß es nicht, wenn es überhaupt eine Klinik ist. Ich kann es euch nicht sagen. Lassen wir uns überraschen. Ja, auf das gute Stübchen. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Bitte? Bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Ach Gott. Ach Gott, hab ich mir wieder so ein Spiel aufgezogen. Nicht länger als 30 Tage. Ja, das klingt sehr, sehr positiv, meine lieben Freunde. Ja, werden wir mal gucken, was uns hier so Schönes erwartet. Ja, herrlich süß gemacht hier mit den kleinen Fröschen. Also, sehr, sehr toll. Ja. Tür verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Okay. Ah. So. Na dann. Auf ins Grauen. Oh ja. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Na, dann werden wir das mal tun hier. Bevor die Nacht anbricht. Ist zumindest. Du klingst übelst kacke. Oh, das Tic-Tac macht dich ja irre. Junge, danke. Ach, ist das nicht goldig. Sieht aus wie der kleine Basti, du. So, gehen wir jetzt unten lang oder oben lang? Ich weiß es nicht. Wir werden mal unten lang. Nee, unten sieht gefährlich aus. Wir gehen oben lang. Na!
Warum läuft denn die Zeit so schnell? Leute, die Zeit läuft schneller. Hallo? Hallo? An Licht und Alkohol ist gesorgt, denke ich mal. Lass mal lieber an. Wer weiß, was hier so schön ist. Kommt. Ja, hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Ja, machen wir erstmal überall das Licht an. Solange wir noch können. Natürlich. Ja. Schöne Zimmer, aber warum sehe ich mein Spiegelbild nicht? Oh oh. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, die Grafik ist schon am höchsten hier. Aber irgendwie habe ich mein Spiegelbild noch nicht gesehen. Tür ist verschlossen. Findet den passenden Schlüssel. Irgendwie müssen wir hier nur Schlüssel suchen. Aber dann machen wir das halt mal. Ja, hier oben ging nichts mehr lang. Also müssen wir jetzt notgezwungen unten lang. Ja, warum ist es denn jetzt schon zu spät? Ich war doch gerade mal 5 Minuten da oben. Ach du Gott. Wenn das schon so losgeht hier. Nein. Hallo? Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Sehr geil. Nee, Licht an. Danke. Ja, irgendwie ist das hier die gehobenere Etage und das ist hier ein bisschen für 9,95 Euro kannst du ja auch wohnen ungefähr. So, hier ist zu, haben wir irgendwie mal einen Lichtschalter, danke. Oi. Immer wenn diese Scheißtür aufgeht, denke ich, oh, ist passiert was. Nein! Junge, danke. Ja, Streichhölzer sind gut. Wenn es mir doch zu spukig wird, brenne ich das ganze Haus ab. Ein Schlüssel, sehr, sehr schön. Kuckuck. Ja, da liegt noch ein Schlüssel. Gleich gesehen, mitgenommen. Wir gucken aber trotzdem nochmal hier weiter. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, dass wir hier rumlaufen, weil komischerweise ist es schon dunkel. Ich bin doch gerade erst rein. Ja, noch ein Schlüssel. Nein! Oh. Ist dieses Ding hochgegangen? Leute, fang doch nicht gleich so an. Gib mir doch mal wenigstens noch eine kleine Chance. Ja. Die ist zu. Hier waren wir drin. So zu. Ah, ich hab so eine scheiß blöde Vorahnung, dass es um 12 Uhr richtig knallt. Ja.
Haben wir hier irgendwas? Ja, perfekt. Ich hab's gerade eben gesagt, ne? Na, jetzt kriege ich hier Slattern, ey. Echt. Nein! Oh! Liebe Leute, sagt mal. Das war jetzt schon zu viel. Ach, ich will wieder einen passenden Schlüssel finden hier. Ich will mal eine Taschenlampe haben oder so. Ich will. Wenn man hier sowieso nicht drei Tage überlebt, den Tag haben wir schon fast geschafft. Super. Finde den passenden Schlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel für übrig, also muss da ja irgendwo passen hier. Passt auch nicht. Nein! Ah, die gehen immer so schnell auf. Ja, jetzt passt hier auch nicht der Schlüssel. Ist denn das ein geiles Ding? Und ich höre sie irgendwie immer hinter mir laufen. Ja, perfekt. 2 Uhr. Richtige Zeit, um hier zu laufen. Ey. Hab ich hier was übersehen? Ey, mach mal das Licht bitte ein. Danke. So, also müssten wir jetzt hier noch ein paar Türchen. Finde den passenden Schlüssel. Warum eigentlich das schon? Ja. Was klingt denn hier so komisch? Ey, ich möchte keinen Stress haben, ne? Ich möchte bloß ein Rätsel lösen hier. Schon wieder eine Stunde rum. Finde den passenden Schlüssel. Wo passt denn jetzt der Schlüssel? Nein. Nein. Was zum Teufel ist das für eine abgefuckte Scheiße? Ich will nicht in die Schule, ich will auch nicht. Ich war doch schon hier drin jetzt, oder? Hey. Ja. Und die Musik macht es nicht besser. Ist da jetzt was von der Decke gefallen, oder? Spinne ich jetzt rum? Ach, ach, ach. So, liebe Freunde, fragt mich aber nicht, wo jetzt hier die nächste Tür ist. Ich scheiß mir ja gerade voll in die Hosen. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Renn jetzt hier durch. Ich glaube, ich krieg gleich den Schreck meines Lebens. Passt auch nicht. Passt denn hier überhaupt mal was? Mensch. Aha.
Hey, lass mal auf, bitte. So, was findet man jetzt so Schönes hier drin? Ach, eine Taschenlampe. Das ist ja geil. Endlich mal ein bisschen Licht. So, ein Schraubenschlüssel, eine Maschinenpistole am besten. Danke. Und das können wir nicht nehmen. So, wir haben noch einen Schlüssel, der muss irgendwo passen. Ja, finde doch den passenden Schlüssel, den habe ich doch nur, oder nicht? Ja, haben wir hier drinnen vielleicht vergessen? Nee, sieht nicht so ganz so aus. Ja, vielleicht passt der Schlüssel noch woanders, den ich jetzt habe. Mal ganz geschmeidig bleiben hier. Sag mal, wie viele Schlüssel gibt es denn hier? Ja, da werden wir mal rausgucken. Ich glaube, ich gucke mal um das Haus rum. Vielleicht liegt ja da noch was. Ein Fliegenpilz. Ja, machen wir mal. Ich möchte ja gerne die Lampe anmachen, aber ich verbrauche hier so viel. Ich hoffe, ihr seht trotzdem viel. Ich weiß es nicht. Werden wir mal sehen, wenn wir's, wenn ihr seht. So, was ist das da? Was ist das? Ah. So. Ist das ein Haus im Meer? Voll crazy. Ist hier noch? Ah, Batterien ist immer gut. Batterien sind immer gut. So, wir haben zwei Schlüssel, also könnten wir ja theoretisch jetzt mal nochmal die Türen probieren. Und das ist voll crazy hier. Das ist voll abgespaced, ich weiß auch nicht. Was reitet mich, das Rätsel überhaupt zu lösen? So. Na! Du Scheiß, Guten Tag. Hier waren wir drin. Ich glaube, hier hinten waren wir nicht drin. Finde den passenden Schlüssel. Ah, hier waren da noch Batterien, immer her damit. Hier passt er nicht. Das ist ja wieder mal wunderbar. Und wir haben es schon um 5. Da müsste ja gleich die Sonne aufgehen. Ja, hier waren wir drin. Waren wir hier schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir. Sag mal, moderne Kunst hier oder wie sieht das aus? Ja, ist voll einladend, ne? So, hier kommen wir nicht rein. Hier ist so ein abgespacedes Ding. Ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns in Part 2 wieder, wenn es heißt, gruseln wir ein bisschen durch die Nächte. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen wunderschönen guten Morgen. Wie es bei euch aussieht, weiß ich nicht. Bis zum Part 2. Danke.